So, weiblicher Gandalf ist wieder hier, ja. Mit Stab als Steff. Gut, ja, jetzt müssen wir das Ding ja noch fertig machen hier. Ich denke mal, bevor jetzt irgendwie, solange nichts Besonderes passiert, so rum, werde ich das einfach mal so weitermachen. Weil, wieso nehme ich denn die ruinierten Bücher mit Blödsinn? Weil es sonst vielleicht ein bisschen nervig wird mit der ganzen Looterei und so. Und wenn wir aufs Kyor treffen oder sonst irgendwas Größeres passiert, dann bin ich wieder da. Jawohl, ja, die meine, jetzt ganzen Freaks sind auch wieder dabei, genau. Nur gut. Also würde ich sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich bei Skior oder was bin, mich hier durchgeklopft habe. Sollte nicht allzu kompliziert werden. Bis gleich. So, okay, jetzt sind wir wieder hier. Der Hautabzieher, den habe ich jetzt. Der hat mir vorhin schon die Haut abgezogen. Ich durfte hier nochmal hin. Looten tue ich die gleich. Jetzt heißt es noch Talk to Aayla. Jetzt ist die Frage. Ach so, silberne Hand wiederbelebt. Ja, ist klar. Bastarde. Aha. Irgendwie haben sie es geschafft, Skjör zu töten. Oh. Er war einer unserer Stärksten. Aber gegen zahlenmäßige Überlegenheit ist jeder machtlos. Er hätte nicht ohne einen Schildbruder losziehen sollen. Das wusste ich gar nicht mehr. Verschwindet von hier. Ich werde sicherstellen, dass wir alle erwischt haben. Vielleicht finde ich ja Informationen bei einer der Leichen. Wir beide haben Arbeit vor uns. Die silberne Hand wird vor uns erzittern. Wird sie das? Na gut. Was ist unser erstes Ziel? Zu sehen, dass ihr so eifrig seid. Ich habe erfahren, dass eines der schlaueren Mitglieder der silbernen Hand in Winterfeste herumschnüffelt. Wenn ihr euch in ihr Lager schleichen und seine Pläne stehlen könnt, sind wir im Vorteil. Okay. Warum nicht? Wer auch immer das getan Ich hat, loot das jetzt muss hier. ihn finden. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich draußen bin. So, wieder draußen. Na schön. Ja, es gibt jetzt noch mehrere Möglichkeiten. Ich hätte Kopfgeldquests, Lager Schlafbaum. Ist ein Riesenlager, da soll ich einen Riesen töten, okay. Ich glaube, da kann man auch Schlafbaumsaft irgendwie holen und dann sogar damit dealen. Wenn man die richtigen Personen anspricht, gibt es in Weißlauf eine. Ansonsten hätte ich noch die Möglichkeit, irgendwie hat Jarl Ach so. Hat Jarl Balgruuf wohl seltsame Kinder? Keine Ahnung. Soll man auch nachfragen. Was man noch machen müsste, wäre mal endlich hier Dawnguard anfangen. Und eventuell mal auch die Klinge holen für... Ah ja. Die Klinge holen wegen dem Baum. Nesselfluch. Das wären also die Sachen, die jetzt im Moment möglich wären. Jetzt ist gerade die Frage, wie komme ich denn hier wieder zurück? Also hier bin ich ja gerade voll scheiße unterwegs. Moment, jetzt erstmal hier aus dem scheiß Gebirge raus. Und dann sehen wir weiter. Das zählt wohl immer noch zu dem... Nee, das ist doch was völlig anderes, oder? Ist das immer noch die... Ja klar, ist das die Feste. Ich bin im Kreis gelaufen. Ja. Logisch. Orientierung. Ich und Orientierung. Da haben wir es wieder. Was haben wir hier? Nochmal Bär. Okay, so geht's auch. Sag mal, kann das sein, dass mein Schwert leer ist? Irgendwie schon. Ja, scheiße. Es ist leer. Gut. Können wir ändern. So, und das Ganze nochmal. Was haben wir jetzt eigentlich noch für Seelensteine überhaupt? Also winzige haben wir, glaube ich, auch nicht mehr so viele. Gefüllte meine ich jetzt. Schwarze haben wir einige. Wir könnten glatt mal... Ach ja, doch geht, aber wir könnten glatt mal ein bisschen was verzaubern mit den schwarzen Seelensteinen. Ah ja, wobei, nee, ich habe nur einen mehr. Ich möchte immer so ein paar aufheben. Immer so schöne Zahlen. Kombinationen hier, immer die 5, die möchte ich schon aufheben. Dann machen wir also nichts draus, schade. Wie sieht es mit mächtiger aus? Jo, da hätten wir zwei mehr.
Wenn ich die 10 aufheben will, dann könnte ich trotzdem 2 verwenden, okay. Hier kleine hätten wir sogar auch mittlerweile noch ein paar geholt. Große, mit einer großen Seele haben wir auch einen übrig. Okay, nicht schlecht. Gewöhnlich haben wir 1000 Stück. Naja, nur 54, aber auf jeden Fall genug. Ja. Ansonsten habe ich, glaube ich, gibt es hier irgendwas Miscellaneous Unique. Weil ich habe da dieses Unique Zeug. Ja, Unique Crown habe ich gefunden und ein Unique Gold Model Chip. Aha. Unique Schlüssel gibt es, glaube ich, nicht, ne? Nein. Unique Buch bestimmt auch nicht. Aber ich bilde mir ein, es gab einen Unique Daedra Larve, das ist ein Parfüm. Genau. Das werden wir nicht nehmen, weil ich möchte die Unique Sachen behalten. Gibt es eine Unique Rüstung? UVW? Also wären wir hier irgendwo. V? Ne, gibt es nichts. Ja, Ultra Skimpy, das kann ich nicht anziehen. Wenn ich das anziehe, kriegt man leichte Probleme mit YouTube. Unique Waffen weiß ich, dass es gibt. Was haben wir denn da? Wir haben Unique Karma und wir haben Unique Tomahawk, okay. Und da ist nur alle, ja, das ist natürlich Quatsch. Okay, brauchen wir nicht. Jetzt hätte ich schon wieder hier dieses Immersive First Person. Manchmal geht es mir ein bisschen auf den Sack. Ah, Galaxie sieht besser aus, ja. So, jetzt möchte ich aber trotzdem mal irgendwie... Okay, hier raus. Was haben wir hier unten überhaupt? Bei Desta, da ist ein Feuer. Ja, jetzt bin ich drüber weg. Klasse. Das ist ein Schrein. Was denn das für einer? Das können wir auf jeden Fall nehmen. Oh, schön. Jetzt sind wir schon fast wieder Level 24. Ja, das alles nehmen ist jetzt nicht gestohlen. Ich weiß nicht, ob das gut für den Gott ist. Ah, ist der Schrein von Talos. Ah, oh, wird schon nichts machen. Wenn doch, werde ich es merken. So, hier haben wir noch in der Nähe irgendwo ein Riesenlager. Ich laufe gerade voll drauf zu. Entweder kriege ich jetzt voll aufs Maul. Ja, ich würde es ja zumindest schnell entdecken. Dann verpissen wir uns. Ah ja, was Schmetterwiegenfelsen, okay. Das ist auf jeden Fall auch ein Riesenlager. Das sind doch Dinger, die aussehen wie Riesenlager. Diese komischen Dinger müssen, glaube ich, immer Riesenlager sein. So rum. Eieiei. Oh, bisschen aufpassen. Ja, da trampelt's auch. Da hinten ist einer. Ja, die lassen wir mal in Ruhe, wenn sie uns in Ruhe lassen. Ah, hier geht's runter. Hä? Was war jetzt das? Ja, also so ähnlich, was du da gerade gemacht hast, so, hä? Was, ratlose Geste mit deinen Händen da hier, Jezebel? Ja, so ähnlich denke ich auch gerade. Was war das? Hier gibt es eine Höhle, die ich aber wohl schon kenne. Und hier geht es dann aber irgendwie vielleicht auch mal zurück nach Weißlauf. Ein paar Blumen könnte man ja mitnehmen. Meine Orientierung, die kann man halt mal voll vergessen, ne? Das habe ich in mehreren Spielen. Wo? Ah, da! Oh, sogar ein Benannter. Ach nee, der ist nicht benannt, das ist ein Moddrache. Jetzt dann. Es war. Hä? Willst du mich jetzt verarschen? Hab ich den nicht gerade weggemacht?
Oder waren das jetzt mehr als einer? Und wo bin ich hier überhaupt? Auf jeden Fall setzt er da unten mal, glaube ich, meine Gefolgsleute in Brand. Das sind tatsächlich mehr als einer. Ey, du Sackgesicht. Und wieso bitte? Hä? Hä? Ja gut, die sind aber billig anscheinend. Ja, die zählen auch nicht als Drachen, so wie es aussieht. Fehlt aber immer noch einer. Da oben. Hä? Hm. Jetzt ist er gelandet, oder? Ja. Sackgesicht. Oh, bevor das schief geht. Ich muss dringend mal wieder Wolf braten. Und danach wird es Zeit, mal eine kurze Aufnahmepause zu machen. Reicht das schon? Ja, das reicht. So, jetzt macht es weg. Sag mal, wollt ihr mich ja nicht verarschen? Okay, gehen wir jetzt mal davon aus, dass es das war. Scheint so. Musik wird wieder normal. Nichts mehr Metalized, also gehen wir davon aus. Okay, passt schon. Jo, also jetzt langsam zurück nach Weißlauf. Bisschen hier noch sammeln. Dann geht's mal gucken. Ich weiß jetzt noch nicht. Mache ich jetzt... danach Dawnguard mache ich Nesselfluch oder, naja gut, also die Gefährtenquest kümmere ich mich jetzt erstmal nicht. Also entweder Dawnguard oder Nesselfluch. Hauptquest geht mir sowieso erstmal am Bobs vorbei. Würde ich so sagen. Was haben wir hier jetzt noch? Hey! Hey, geht's dir noch ganz gut oder was? Okay. Gut, gut. Wir sehen uns. Nächstes Mal in Weißlauf, wo wir dann mal schauen, wo wir, in welche Richtung wir weiterlaufen, wo es hingehen soll. Danke bis hierhin fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Ich muss halt gerade mit der Looterei immer mal ein bisschen Cuts setzen, weil sonst gibt es Probleme. Ey, cool. Ich kann sogar ihren Aschehaufen untersuchen. Gib mir das Fell. Weil sonst gibt es da irgendwie Stress, ne? Brauche ich nicht unbedingt. Bei ein, zwei Videos ist es eben ein bisschen grenzwertig. Na, mal gucken. Weil ich finde, da gibt es irgendwie Schlimmeres. Aber naja, also YouTube ist da wohl anderer Meinung. Gut, gut. Wir sehen uns nächstes Mal in Weißlauf. Bis dann.